Hallo, ihr seht, haben wir immer noch Eier-Event. Ich höre mich gerade bei dir irgendwie doppelt. Komm schon. Kann nicht sein. Jetzt nicht mehr. Ja, Eier-Event ist noch, auch wenn Ostern jetzt schon ein bisschen vorbei ist. Zack. Schmatze ich mal die Eier weg, wenn du sie nicht auf. Zack ist. Da hinten, ja, oh. So neu ist er wie ständig. Tja. Ja, tschau. Habe ich das hier, will ich haben. Und oh, das lässt er auch liegen hier. Mein Gott, was ist denn los mit dir? Das ist ein bisschen erneut. So, was ist denn mein? Da ist mein. Oh, ein grünes Ei. Sind so ziemlich alle an den gleichen Orten irgendwie. Ja. Wenn man mal alle gefunden hätte. Ja, wenn. Hier ist was gefallen. Ich habe gerade nur Strom angemacht, falls das. Nee. Dein Problem war. Nee, das war nicht mehr. Okay. Gib uns ein Zeichen. Hä? Da wann ist da ein Schlüsselbrett? War das schon immer? Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Und du sprichst. Hm, da ist ein Schlüsselbrett neben der Tür. Kann mich nicht erinnern, dass das schon immer da war. Gib uns ein Zeichen. Und ein Ei. Okay, Zeichen ist wohl bei dir. Ach, das hast du vor mir gehört. Ja, das kennt man doch. Ein Handtuchdreier. Ein Handtuchdreier, vielleicht. Ein Handtuchdreier. Vielleicht ein Handtuch. Ah, da ist ein Buch gefallen. Ah, da. Okay. Das habe ich gehört. Hier meint er steckt. Hat er geklopft. Ja. Ob das dieses Fenster war? Interaktion, das war dieses Fenster. Also keine Fingerabdrücke. Jetzt. Was passiert hier? Eine Tür. Natürlich. Das fehlt hier jetzt zu meinem Glück. Ach so. Das ist meine Tastatur gerade. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich wundere mich, warum ich ein Fotoapparat nicht wegwerfen kann. Das ging doch immer mit G. Warum auf einmal nicht? Ja, mit allen Problemen. Mausrad funktioniert nicht mehr. Tastatur muss zwischendurch immer mal aufgeladen werden. Mikrofelder aus. Du hast eine Garage, gell? Das ist voll. Eier übersehen. Ja. Extra für dich lassen wollen. Glaube ich nicht. Wieso steht hier ein Bild auf dem Boden? Ja. Physikalisch sehr interessant. Also, dass es so gefallen ist. Es kann so stehen, ja, aber dass es so gefallen ist, ist sehr unwahrscheinlich eigentlich. Oh, jetzt geht er duschen. Das wollen wir noch fotografieren. Wollen wir uns ja nicht entgehen lassen. Sehen wir duscht. So, so langsam sollte ich mal rauskommen. Glaub ich. Und eine Pille. 26 von 34. Oh. Ja, ist doch nicht so schlecht. Hab ich jetzt wieder. Hm? Na, ich hab mein EMF mit rausgenommen, aber auch egal. Ist ja nur einer drin. Ja. Steht das Bild bei dir auch so ja, interessant? Ja. Ist doch witzig.
So, wenn du gleich aus der Dusche kommst, einmal die Füße in Salz abtreten und dann direkt ins Buch schreiben. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich stell dir einfach mal das Wasser ab. So, aus da jetzt. Handtuch hängt da. Gib uns ein Zeichen. Klock. Macht er die Tür. Ach, jetzt ist er da drüben, wa? Das ist nicht nett. Dann muss ich... Sag mal. Jetzt will mich... Da. Die Roland Cloud Manager. Haut sich einfach mitten über das Bild. Da war ein Ei. Okay. Was war denn das jetzt, ey? Und jetzt kann ich nicht mehr vernünftig laufen, oder was? Doch. Da ist ein Orb. Im Schlafzimmer. Okay. Also, mit der Fingerbrücke bist du sicher? Das kann ich nicht. Ziemlich. Okay. Wüsste nicht, was da sonst eine Interaktion auf dem Foto gewesen sein soll. Okay. Komm, einer davon wird wohl gelten, oder? Nö, keiner. Das ist denn. Haben wir überhaupt irgendeinen Beweis? Ja. Und zwar? Orb. Ach ja, Orb. Ach ja, stimmt, das hier war. Ist wieder kein Gespenst mit drin und ich krieg wieder keinen Fußabdruck fotografiert. Was ist denn das für ein Müll? Stimmt doch was nicht. Foto liegt schon sehr cool da. Ja, auf jeden Fall. Muss man eben lassen. Achso, ich wollte noch kurz ihn mal ansprechen. Bist du hier? I'm close. Oh! Oh, das ist close. Ey, cool. Schallplatten. Hey. Funk Deluxe. Auch ein Ei. So. Der Klaus. So, dann haben wir EMF nicht. Naja, alles andere haben wir ja noch. Buch, Gefrier. Gefrier werden wir eh nicht haben. Buch oder Dots? Das ist hier die Frage. Kerze ist aus. Ja, ich räuchere ihn mal eben weg. Achso, ja, viel Spaß. So. Irgendwas im Buch passiert, oder? Nein. Na, wir könnten ihm ja noch ein zweites Buch zur Verfügung stellen. Und... So, warte, ich bin mal... Also, ich glaube nicht, dass der Dots hat. So, ich habe mal noch einen zweiten Dots abgelegt. Wir brauchen nur noch eine Kamera. Weil er ist ja nicht nur im Bad, er treibt sich auch da vorne rum. Thank you.
Klopft das schon wieder? Das jetzt so rum oder lieber andersrum? So ist besser. Das ist auch ein schwerer Türenbeweger. Ja, ja. Und Klopfer. Also Klopfer. So, dann gucken wir mal. Wir da was finden. Jetzt habe ich aber auch gar nicht mehr ins Buch geguckt. Beziehungsweise in die Bücher. Das sind ja zwei. Was soll hier liegen? Erstes direkt hier vorne am Anfang und das zweite im Bad. Ne. Oh, jetzt. Schreibt rein. Jo. Sehr schön. Gut. Dann haben wir eine Mare. Sehr gut. Aufgaben haben wir soweit auch erledigt. Mhm. 4 Eier fehlen. Oh. Alles okay. Verdammt. Ja, Power up. Power up. Ja. Oh. Je, mache. Sag mal, wie viel Geld habe ich inzwischen eigentlich? Ich habe ja ewig nichts mehr gekauft. 43.000. Hm. Hammer. In Richview. Richview ist richtig. Ne, wir hatten erst ein Häuschen jetzt, ne? Ja. Ich glaube, ja. So, ich füge mal hinzu, weil. Ne? Man hat es ja. Machen wir. Wenn du dann noch bereit wärst, dann würden wir ja. anfangen. Keine Eier da. Ostertagen für den Cholesterinspiegel. Gib uns ein Zeichen. Da wären wir dir sehr verbunden. Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Ich weiß aber nicht wo. Achso. Na gut. Stimmt, bei mir unten. Stimmt, weil ich habe nichts gehört. Ach, wieder zwei Eier im ihr Bett. Irgendwie eine Mahlzeit irgendwie. Zwei Eier im Ehebett, ja. Das so wie so Salat oder so. Eier, ja, ja, genau. Salatbett. Gut, das ganze
Wohnzimmer ist ja noch voll mit Eiern. Ja, ich war ja da noch nicht. So. Deswegen. Nice. Jetzt habe ich aber mehr Eier gefunden als bei den ganzen vorherigen Runden. Echt hübsch. Oh, ja, oh Fünfer. Echt? Ich glaube, das war die Tür hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Das täuscht mich alles. Dann war es die Tür. Auch nicht. Vielleicht hast du die Kellertür. Ne, die hatte ich ja fotografiert. Dann kannst du nur die... genau. Das ist Fingerabdrücke auf der Badtür. Na, sowas. Achso, Foto eintragen, Fingerabdrücke und EMF. Dann haben wir keine Box. No Box. Kann ich bitte dieses Ei da haben? Oh. So mal. Wieso krieg ich das Ei nicht? Na, jetzt. Was passiert? Oh, Glück. Licht angemacht. Oh. Oh. Hä? Achso. Ah! Scheiße. Ja, natürlich. Natürlich. Bis ich erstmal registriert habe, dass der jagt. Und dann dachte ich, ach, mach mal Tür zu. Und dann stand er aber schon vor der Tür. Fantastisch. Ja, lief doch wieder gut. Wo war er denn? Naja, er kam ja halt direkt da am Eingang. Ja, er wird da gewesen sein, wo wir ihn geortet haben auch. Kam hier an der Garage, am Garageneingang entgegen. Na gut, dann habe ich jetzt noch 2 Tabletten mehr für mich. 6 Eier fehlen noch. Ja. Kann ich noch Eier suchen gehen? Kannst du mal Eier suchen gehen? Ja, mach mal. Ja. Mach dich mal nützlich. Ja, eben. Aber sieht man die Eier als Toter so richtig gut? Hm, ich könnte ja gucken, hast ja sonst eh nichts zu tun. Ja, cool, wenn man dem anderen dann die Sanity wieder aufstocken könnte. Ja. Fände ich richtig gut. Oder man sich selbst wiederbelebt dann damit. Ja. Oben, habe ich noch nicht richtig geguckt. Ja gut, ich war ja oben, also muss ich dann meine eigene Dings. Bist du hier? Der hat doch keine Box. Was wird der keine Box? Ich konnte mir doch schon ausschließen. Was haben wir denn? EMF und Fingerabdrücke. Ach so. Ja, mein. Ja, was werden wir ohne die Toten, die einem dann mal erklären, wie das Leben läuft? Ich war noch nie im Keller. Also, ich war schon mal im Keller, aber noch nicht. Ich habe da 2 Eier gefunden im Keller. Ja, okay. Scheint es auch hier nicht zu geben. So scheiß Eiersucherei ist tödlich, es ist unfassbar. Hier ist ein Ei noch, aber ich kann es als Toter nicht nehmen. Wo soll das denn sein? Oh, im Keller, wenn du unten rumkommst, rechts rum.
Und dann quasi zwischen den beiden Regalen durch. Moment. Ja. So, jetzt rechts, dann auf das Modepüppchen dazu und dann einfach nach rechts drehen, dann liegt's da im Regal. Hast du? Ja. Gut. Oh, jetzt der Dupe Waschbecken an. Ich hab keinen Futterberat mehr. Wie? Ich hatte keinen. Wollte ich immer hingelegt? Hatte ich. Ach, ich kam ja gar nicht dazu, den Weg zu legen. Ne? Doch, hier auf den gegenüber von der Kellertür. Ach so, ja. So, da war's da wieder ausgemacht. Mal oben noch gucken wegen Eier. Ja gut, theoretisch war ich ja schon mal oben, aber ich kann es versuchen. Na, 5 fehlen noch, wow. Ja. Mal gar nicht gesehen. Hast du die gesehen? Ich war nicht oben. Du warst noch gar nicht oben. Sehe ich irgendwie nichts mehr. Schade. No. 5 Eier. Wie sieht es mit den Beweisen aus hier? Ja, nix. Ja, nix. Licht war angemacht, scheiße. Ja, jetzt hat er gerade wieder eine Tür betätigt. Oh. Ja, aber Fingerabdrücke haben wir ja schon. Fingerabdrücke haben wir ja schon. Naja, schon, aber dort ist ein Orb. Dort ist ein Orb, ja, ja. Also Quertemperaturen schließe ich aus. Ja, das vermute ich dann auch mal. So. Ist bisher nix. Sieht wieder aus. Hm? Nein, die Kerze ist auch. Das war die Kerze, das war gar nicht das Licht. In den beiden Büchern. Hm. Nix. Nix. Schreib ins Buch. Oh. Ist da wieder Alarm hier? Und 5 Uhr EMF-Alarm. Hab ich den jetzt gerade geärgert, dass ich gesagt habe, schreib ins Buch. Warum? Ja, weil er danach direkt 5 Uhr EMF angeschaltet hat hier. Das erstmal Dauerbeschallung.
Ja, aber irgendwas muss er doch machen. Ja, aber I see nothing. Das Gefühl, ich würde Buchschreiben hören, aber nein. Ich kann ja nicht mal deine Taschenlampe ausschalten hier. Oh, ist das nervig. Dort sieht man ihn wohl auch nicht, also ich sehe nichts. Nee. Hat er da, glaube ich, einen Lichtschalter betätigt? Ich würde jetzt mal Dots ausschließen für Temperatur E. Also Buch oder Orb. Okay. Die scheiß Kamera. So. Das habe ich nicht fotografiert, ey. Ich bin so blöd. Der rennt durch Salz und ich hau ab. Ja. Er zählt natürlich nicht mehr. Nee. Meitling oder Opa? Okay. Ja, für Opa müsste ich mir mal den Handabdruck angucken. Ja, jetzt hat er wieder Tür angetatscht. Wahrscheinlich die Bartür, nehme ich an. Ich sehe das ja nicht, was er antatscht. Ich sehe ja keine Türen mehr. Ich höre es nur. Ich bin ratlos. Jetzt hat er wieder die Tür. Na komm. Welche Tür war das? Müsste die Bartür sein. Ja, wahrscheinlich, ne? Normaler Handabdruck. Okay. Dann können wir sagen, vielleicht ein Meiling. Gefriertemperatur im Bad. Echt? Ja. Dann ist es ein Gin. Auch lustig. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Er hat sich alles ins Bad konzentriert. So, ja, ich gehe dann raus und fahr ab. Eingetragen. Ja, ja. Unfassbar. Kommst du da rein? Hauch, hauch. Ja, ups. Welcome back. $30. It's a gin. Kennst du nicht? Ich kenn's nicht, ey. Schon, wo ist mit dir zu Gin? Mit zu Gin, ja. Oh mein Gott. Die, ja, Phasmo-Boys. Die Phasmo-Boys.
Gott, ey. Ja, gut. Gehen wir mal in das nächste Haus rein. Ohrwurm jetzt. Ja. Wie ist das? Was hab ich mir denn gedacht? Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast. Nicht viel wahrscheinlich. Ich hab mir gleich schon die Kamera mitgenommen, das ist Achso, ich hab... Und schon mal... platzieren. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück. Du erwischst direkt den richtigen Ort. Gib uns ein Zeichen. Zack. Eieiei. Gib uns ein Zeichen. Ich hab wieder dieses Riesenei im Sessel. Unfassbar. Ich hab Bock auf Ostereier. Die Tür auf. Warum steht hier die Tür auf? Hast du die aufgemacht? Für welche Tür? Hinten die. Hinten die. Die. Ja, nee, hab ich, nee, hab ich okay. Nicht. Strange. Würde ich das gleich mal reingehen. Vielleicht. Gucken wir gerade. Ich gehe jetzt erst nach vorne rein. Oh. Oh, hier liegt eine Tasse auf dem Boden. Wo? Oben. Direkt unter der Treppe durch. Geradeaus. Oben? Mein ja. Ja, dann ist die lag eben auch noch nicht. Ich war schon in dem Raum. Da lag sie noch nicht da. Oh, ja, okay. Und jetzt geht Radio an. Und wir haben schon nur EMF. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Magenknot. Oh. Ja, sowas. So, ich schätze, ich kann einmal Pillen nehmen. Das habe ich gut geschätzt. Da war echt die Tür offen. Okay. Ach so, ja. Wie doof bin, weil ich das selber war. Ich sag nichts mehr.
Ja. Ich würde da nichts weiter zu. Nee. Ich darf es auch besser. Nicht näher äußern. Die Tür aufgemacht. Hast du mir die Tür aufgemacht? Das ist aber nicht so gemeint. Nein, das bin ich doch. Ja, wo war das Ding jetzt? Ja, ja, einfach hoch unter der Treppe durch, geradeaus, direkt in das Zimmer. Ach, okay. Dann siehst du schon. So, ich glaube, ich brauche nochmal Salz und nochmal ein Buch. Salz für die Eier. Salz für die Eier, genau. Mal Salz nicht hin bei den vielen Eiern hier. Die Frage ist natürlich, wo genau in diesem Raum läuft der denn jetzt? Den ganzen Raum mit Tretminen hier ausgestattet. Habe ich jetzt das andere Buch da? Gib uns ein Zeichen. Wie heißt denn du? Karen Johnson oder Karen? Karen Johnson. Zeig dich uns. Wahrscheinlich ausgewandert. Ja. Vielleicht auch nur was, wenn wir nicht dabei stehen. Hm. Ich tue mal so, als würde ich gehen. Leicht antäuschen. Dann rennen wir schnell wieder rein. Sicher habe ich mal noch nichts getan. Komm, sei nicht so. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Karen Johnson. Aha, aha. Da sind wir doch durch Salz gelaufen. Muss sie nur mal ein bisschen auffordern, ein bisschen ermuntern. So, wenn das Foto jetzt wieder nichts gibt. Das kann doch nicht sein, ey. Der registriert bei mir die Schritte einfach nur wieder. Oder diesmal ist es wirklich ein Gespenst, weil das noch drin. Job. Oh, du solltest wirklich mal rauskommen. Ja, habe ich auch gerade vor. Wieso ist jetzt hier der Ball? Der liegt doch normalerweise hier nicht. War ich jetzt? Weiß auch nicht. War ich jetzt auch noch auf dem Flur? Ich bin nicht so happy mit dem Raum. Ja, aber er hat, ist da aber jetzt auch durch Salz gelaufen in dem Raum. Aber er kann durchaus auch durch den Flur laufen. Da wäre ich jetzt auch gerade noch nicht so sicher. Schwachbox hast du bei? Hm, sagen die Eier. Was sagen die Eier? Fünf fehlen. Scheiße. Oh, na, der Ball ist hier ja. Hm. Ich reinige den mal schnell hier. Bist du hier? Sprich. Fahr. Fahr. Away. Ich habe auch im Flur gefragt, ja. Ja, okay. So, was haben wir denn eigentlich? Box? Haben wir sonst ja schon irgendwas? Ja, wir haben die M5. Dann haben wir das, okay. Spirit, Gespenst, Zwillinge. Also keine Fingerabdrücke. Das ist bestimmt ein Gespenst, weil ich habe keinen Fuß. Oder Zwillinge.
habe auch keinen Fußabdruck. Dann haben wir keinen Orb und keine Fingerabdrücke. Boah, ist die Kamera auch so dunkel? Das ist unfassbar. Man kann natürlich auch sein, dass es einfach dumm gelaufen ist mit den... Warte mal, wenn es ein Gespenst wäre, dann bräuchte es Dots. Schau mal noch ein Dutzend im Flur. So, was ist denn? Oh ja, hier ist eine Tasse gefallen. Ja. Ja. Och, gefrieren. Ja, gefrieren werden wir wohl nicht haben. Denke ich mal. Obwohl, das haben wir uns ja eben auch mal vertan. Mhm. Hm. Da jetzt einen neuen. Ah, da war er. Echt? Ich habe nichts gesehen. Ganz fix, blitzschnell. Na gut. Der ist blitzschnell da durchgerannt, also bin ich voll für. Naja, ich war ja jetzt eh für das Gespenst, von daher. Mhm. Ausgeräuchert habe ich ihn. Ja. Dann war's das. Jo. Fahren wir ab. Jo. Ja, wir schaffen beim Osterevent immer nur noch 3 Häuser, weil wir etwas länger für die Eier brauchen. Ja, aber es lohnt sich überhaupt gar nicht. Nee, es lohnt sich überhaupt nicht. Es macht einen aber verrückt, die Eier nicht mitzunehmen. Das ist ja. Halt, eigentlich bin ich auch froh, wenn die dann wieder weg sind. Jetzt machen wir ein kleines Edgefield. Ja, aber wir beenden erst die Folge. Ach so. Ja. Dann machen wir ein kleines Endspiel. Ja, und wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen da oben da. Morgen haben wir die letzte Osterfolge. So viel kann ich verraten. Und danach geht's wieder normal weiter. Und bis dahin sagen wir ciao, ciao.